Hi, wenn du dachtest, dass antischwarzer Rassismus nur von Einzelnen ausgeht, dann liegst du falsch. Denn Alltagsrassismus ist zwar die verbreitetste und vor allem offensichtlichste Form von rassistischer Diskriminierung. Sie stellt aber nur die Spitze des Eisbergs dar. Diskriminierung kann absichtlich, also intendiert, oder unbeabsichtigt erfolgen. Beispiele für individuelle Diskriminierung sind Hassrede, die Verweigerung des Zugangs zu Ressourcen oder Rechten, Vorurteile und verbale oder sogar körperliche Gewalt. Die Verantwortung für individuelle Diskriminierung wird hier der Einzelperson und nicht dem Gesamtsystem zugeschrieben, das solches Verhalten begünstigt. Also, antischwarzer Rassismus ist immer auch eine Frage von Positioniertheit in einem Machtgefüge. Das ist meine Meinung. Bis bald. Thank you.